Ja, wie funktioniert Akupunktur? Das ist eine extrem gute Frage. Das ist noch gar nicht so intensiv und gut erforscht, zumal es verschiedene Formen der Akupunktur gibt. Also es gibt die traditionelle chinesische Körperakupunktur, die oft angewandt wird. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Mikrosystemakupunktur übers Ohr. Es gibt noch viele andere Schulen. Wir wissen auch, dass diese Techniken unterschiedlich funktionieren. Ohrakupunktur funktioniert streckenweise über Reflexbögen im Körper, während die Körperakupunktur oft über auch eine Ausschüttung von Botenstoffen funktioniert. Wir wissen zum Beispiel, dass bei der Punktion von bestimmten Akupunkturpunkten ganz definiert messbare Dinge im Körper passieren, Botenstoffe ausgeschüttet werden, dass wir im Gehirn messbare Veränderungen haben. Und man muss aber nach wie vor klipp und klar sagen, es gibt aus der traditionellen chinesischen Medizin Erklärungsmodelle, wie Akupunktur funktionieren soll. Da muss man mal das westliche schulmedizinische Wissen tatsächlich ausblenden. Das ist ja eine jahrtausendealte Technik und im alten China ist man davon ausgegangen, dass es eine Lebensenergie gibt, Qi, die in unseren Energieleitbahnen fließt und jeder Störungszustand des Körpers, auch Schmerz, ist eine Störung des Energieflusses. Und die Vorstellung ist, dass Akupunkturpunkte Weichen im Körper darstellen und dass man durch die Punktion und Aktivierung von Weichen nochmal einen Energieausgleich herstellen kann, damit das Schmerzerleben runterfährt. Die westlich-medizinische Vorstellung ist, wir wissen, dass die meisten Akupunkturpunkte Nerven, Gefäßdurchtrittsstellen durch Muskel- und Sehnenlücken sind. Wir wissen, dass wir auch hier eine Endorphinausschüttung zum Beispiel bewirken können. Wir wissen, dass wir zum Teil bestimmte Nerven damit reizen. Wir wissen, dass wir bestimmte Botenstoffe haben, die im Gewebe ausgeschüttet werden. Wir wissen, dass Zellen teilweise über Licht miteinander kommunizieren, also über Biophotonen. Also da passiert ganz viel im Körper. Wir selber forschen sehr viel zum Thema Akupunktur und wir haben auch einige wirklich beeindruckende Studien schon selbst vorgelegt, selbst sogar bei Neugeborenen. Wir machen Doppelblindstudien mit Laser-Akupunkturen. Wir können auch wirklich zweifelsfrei belegen, dass wir hier gute klinische Wirksamkeit für bestimmte Krankheitsbilder nachweisen können. Also von dem her ist es ein Therapieverfahren, das wir selbst viel und auch mit gutem Erfolg anwenden. Ganz spannend.